In diesem Video lernen Sie, wie verschieden die zwei Seiten unseres Körpers sind und wie Sie durch die Gebärde des E Ihre volle Kraft entwickeln können. Verlagern Sie Ihr Gewicht auf die rechte Seite und spüren Sie in Ihren Körper hinein, als wäre dort eine Säule, die den ganzen Körper trägt. Dann machen Sie dasselbe auf der linken Seite und spüren dort hinein. Achten Sie zuerst einmal auf die äußeren Faktoren, auf die Muskelspannung im Körper, auf den Druck der Fußsohlen, auf die Berührungsfläche des Armes mit dem Körper. Wenn Sie auf diese äußeren Faktoren achten, ist der Unterschied wahrscheinlich noch klein. Spüren Sie jetzt einmal mehr von innen in diese Säulen hinein, als wäre das ein Raum, in den Sie hineintasten können. Welche ist stärker? Welche spüren Sie mehr? Wo ist es lebendiger? Die rechte Seite verbindet sich eher mit einem Strom, der von oben nach unten geht und richtet sich daran auf. Die linke Seite verbindet sich eher mit einem Strom, der von unten aus der Erde aufströmt und von dem sie sich getragen fühlt. Erleben Sie Ihre beiden Energiesäulen jetzt nicht auf das genaue Volumen Ihres Körpers beschränkt, sondern etwas größer, vielleicht so groß wie ein Besenschrank, in den Sie gerade hineinpassen. Und jetzt üben Sie mal mit einer Hand etwas Druck auf eine Seite dieser Schrankwand aus und lösen wieder ein bisschen. Druck aufbauen, lösen. Und dann schieben Sie mit etwas Kraftaufwand, die Finger sind gespannt, diese Wand hinüber auf die andere Seite. Wenn Sie diese Spannung in der Hand spüren, werden Sie auch eine Art Widerstand beim Rüberschieben merken. Und wenn Sie leicht loslassen mit der Spannung, geht die Hand wahrscheinlich von alleine zurück. Dasselbe mit der anderen Hand. Dass man mit einer Bewegung mitgeht oder durch die Konzentration gerade wird, kennen wir auch aus dem Alltag. Zum Beispiel in so einer einfachen Situation, wenn Sie aus einem größeren Gefäß konzentriert etwas in etwas Kleineres einschenken müssen. Dann können Sie sich ganz konzentrieren und dann schauen Sie, dass das genau da reingeht. Gut gegangen. Oder die zweite Art, die Sie auch beobachten können, je nachdem, wer man gerade ist, in welcher Verfassung man gerade ist, dass man sich konzentriert und von der gleichen Sache gerade aufgerichtet wird
und sogar noch etwas Abstand nimmt dabei. Wenn Sie den Energieaustausch der beiden Säulen mit beiden Händen gleichzeitig machen, dann entsteht die vollständige E-Gebärde, bei der beide Arme gekreuzt sind. Sie stehen kräftig auf dem Boden und fühlen sich präsent und wach. Energie schieben, den Aufbau spüren, der entsteht, und den Druckpunkt der Arme, der daraus resultiert und wieder ins eigene Zentrum zentrierend zurückwirkt. Der Blick nach vorne ist jetzt viel klarer wie vorher. Ich spüre mich und ich spüre die andere Seite, die mir gegenübersteht. Wie kommt diese Wirkung zustande? Sie können ja nicht wirklich so viel Energie nur mit der Hand auf eine Seite schieben. Dazu muss man wissen, dass eigentlich jede Säule seine Komplementärenergie verborgen auch schon in sich trägt. Und es braucht nur wenig eine Anregung, dass diese Energie dann nach vorne kommt. Und wenn die zwei sich treffen, dann ist Plus und Minus zusammen und die ganze Kraft entfaltet sich. Die eigentliche Stärkung der Säulen kommt also nicht von links und nicht von rechts, sondern von innen und schafft Freiraum. Sie wecken mit der E-Gebärde das in ihnen auf, was schon in ihnen schlummert. Versuchen Sie, diesen Effekt der Kreuzung der beiden Pole, der gegenseitigen Verbindung der beiden Pole in allen Arten von E-Gebärden zu erzeugen. Sei es in einem kräftigen, kriegerischen E von innen nach außen, von einem lichtvollen im Rechts und Links und auch in einem andachtsvollen, ehrfürchtigen zwischen innen und außen.